Herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und heute geht es um den neuen James Bond 007 Spectre. Willkommen, James. Es ist lange her. Endlich. Wir begegnen uns wieder. Tja, alles eine Frage der Perspektive. Neuen James Bond findet Daniel Craig alias 007 eine versteckte Botschaft aus seiner Vergangenheit und kommt somit auf die Spur der geheimen Terrororganisation Spectre. An der Spitze der Geheimorganisation steht Franz Oberhauser, gespielt von Christoph Waltz. Und während James Bond versucht, die Geschehnisse aus Casino Royale, ein Quantum Trost und Skyfall zusammenzuführen, ist der neue M damit beschäftigt, den MI6 am Leben zu erhalten, denn die Regierung möchte das Doppel-Null-Programm einstampfen. Dabei stoßen sowohl James Bond als auch M auf einige Überraschungen und werden jeweils vor große Herausforderungen gestellt. Nach dem großen Erfolg von dem 2012 erschienenen Skyfall habe ich mich umso mehr auf Spectre gefreut und gerade weil hier der Cast mit Christoph Waltz eine ziemlich starke Komponente gewonnen hat, war ich umso interessierter daran, wie Sam Mendes, der Regisseur, das Ganze umsetzen wird. Fangen wir mit den positiven Aspekten an, denn diese lassen sich gerade in den ersten paar Minuten des Films finden, denn diese bestehen aus einer kompletten Plansequenz, heißt man benutzt überhaupt keine Schnitte und das gekoppelt mit einer wahnsinnig gut gemachten Actionsequenz, nämlich am Tag der Toten in Mexico City, bedeutet eine richtig gut gemachte Actionsequenz und ein wahnsinnig guter Start in einen Film. Dabei sieht man direkt, wie viel Aufwand für diesen Film betrieben wurde. Er hatte auch ein Budget von knapp 300 Millionen Euro, denn gerade in dieser Szene hat man über 1500 Statisten am Set und damit wirkt das Ganze natürlich wahnsinnig realistisch und wahnsinnig authentisch. Und besonders in diesen ersten Minuten steigt das James-Bond-Feeling, man freut sich auf den Rest des Films und dann geht man auch schon ins Intro mit dem Titelsong von Sam Smith, Writings on the Wall, der ja schon ziemlich stark für Kritik gesorgt hat, aber gerade jetzt hier verbunden mit dem Film wirkt der Song deutlich besser und passt auf jeden Fall ziemlich klar und gut zur Grundstimmung des Films und dementsprechend würde ich auch euch empfehlen, wartet mal ein klein wenig ab, schaut euch den Film an und denkt dann nochmal drüber nach, ob der Song nicht doch passend ist. Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Was ist los, James? Man sagt, Sie sind erledigt. Was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Und während dann der Film so langsam an Fahrt aufnimmt, habe ich mich vor allem über die neuen Darsteller von Q und Moneypenny gefreut, denn diese sind erstens ein klein wenig jünger und zweitens sorgen sie hier für einige sehr gute Lacher und machen damit den James-Bond-Film erst so richtig zu einem Bond-Film, wo man eben auch öfters mal sehr humorvolle Stellen hat. Und während die Spannung dann steigt, wartet man immer mehr darauf, dass dann irgendwann Christoph Waltz auf der Leinwand erscheint und genau das passiert dann auch und gleichzeitig muss ich sagen, bin ich ab diesem Moment ein klein wenig enttäuscht vom Film. Denn man muss ganz klar sagen, dass Franz Oberhauser, gespielt von Christoph Waltz, im Trailer zumindest als einer der bösesten Bösewichte aus dem James-Bond-Universum deklariert wurde. Dementsprechend erwartet man natürlich auch einen Joker-ähnlichen Bösewicht, der einfach das pure Böse ist, das pure Wahnsinnige ist und dementsprechend auch eine ganz große Bedrohung für die Welt, aber eben auch für James Bond darstellt. Und genau das schafft der Film dann überhaupt nicht. Christoph Waltz taucht am Anfang dann irgendwie kurz mal auf, aber dann auch erstmal über einen ziemlich langen Zeitraum nicht. Und immer wenn er dann auftaucht, ist man zwar auf der einen Seite bei Eindruck von dem schauspielerischen Talent des Darstellers. Doch auf der anderen Seite will man auch einfach nicht dieses Gefühl von der Bedrohung bekommen, denn letztendlich hat man das Gefühl, James Bond wird das Ganze schon irgendwie regeln und das ist bei einem James-Bond-Film mal wieder ziemlich schade. Denn eigentlich ist es ja die große Kunst eines James-Bond-Films, das Gefühl zu haben, James Bond wird überleben, aber auf der anderen Seite trotzdem um diesen Charakter zu fiebern und das schafft der Film nicht und das finde ich ziemlich schade, denn eigentlich sollte genau das funktionieren und das war ja auch der große Plus in Skyfall. Am Ende wurden Konsequenzen gezogen, am Ende ist M gestorben und das fehlt diesem Film auf jeden Fall. Eine ordentliche Schippe an Konsequenzen, eine ordentliche Schippe an Bedrohung und eine ordentliche Schippe an Ernsthaftigkeit. Und dass die Bedrohung überhaupt nicht spürbar ist, liegt auch daran, dass man einfach die Folgen nicht sieht. Man redet immer davon, dass alles ganz gefährlich ist, aber man sieht einfach nicht, wie das Ganze in die Tat umgesetzt wird. Man sieht auch nicht, was das für eine Auswirkung auf die Bevölkerung hat und dementsprechend hat man im Grunde eine Bedrohung im Ohr, aber man merkt einfach nicht, dass diese Bedrohung wirklich da ist und das ist einfach insgesamt ein Problem für den Film, weil einfach die Dramaturgie nicht so richtig funktioniert. Man versucht, diesen Spannungsbogen aufzubauen, doch irgendwann knickt er einfach ein und man sitzt da und will einfach nur
dass der Film weitergeht und man merkt einfach, dass der Film so ein bisschen ins Schleudern geraten ist und das ist ein großes Problem in James Bond's Spectre. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. Sagen Sie mir, wo er ist. Er ist überall. Wenn Sie dorthin gehen, betreten Sie einen Ort, an dem es keine Gnade gibt. Sie beschützen jemanden. Nichtsdestotrotz hat der Film einen guten Bezug zu aktuellen Geschehnissen, zum Beispiel zu dem PRISM-Programm von der NSA, denn in diesem Film geht es eben auch um die große Bedrohung der Totalüberwachung, vor dem ja auch Orwell schon damals in seinem Buch gewarnt hat und genau das tritt dann in diesem Film ein und vor allem will man eben auch zeigen, welche Gefahren damit einhergehen, doch, und das ist wie gesagt wieder der Bezug auf meinen Kritikpunkt davor, das Ganze wird nicht so richtig spürbar fürs Publikum, weshalb man auf jeden Fall im Kopf irgendwie die Bedrohung schon weiß, aber man merkt es einfach nicht und das ist vor allem für das Emotionale des Films ziemlich schwierig. Und die Emotionalität ist direkt der nächste Stichpunkt, denn während Skyfall vor allem mit der Beziehung zwischen M und James Bond einer der emotionalsten James Bond Filme war, ist Spectre wieder deutlich weniger emotional, vor allem weil James Bond auf einmal wieder viel mehr wie diese Maschine wirkt, die einfach nicht so richtig mitfühlt, die einfach kein Mensch ist und in Skyfall hat man einfach wirklich gemerkt, James Bond ist auch nur ein Mensch, James Bond ist auch nur jemand, der liebt, der traurig sein kann, der emotional ist. In Spectre fehlt mir das, weshalb Spectre auf jeden Fall wieder eine ganze Ecke schwächer ist als Skyfall. Doch was man dem Film natürlich absolut hoch anrechnen kann, ist der brillante Look. Man sieht einfach, dass 300 Millionen Dollar in diesen Film reingeflossen sind. So hat man wahnsinnig große Aufnahmen von den unterschiedlichsten Ländern. Es wurde gedreht in Österreich, es wurde gedreht in Mexiko, in Marokko, aber auch in Italien. Das sieht man dem Film an und das ist vor allem auch auf der großen Leinwand total beeindruckend. Und deshalb lohnt es sich hier auch auf jeden Fall ins Kino zu gehen, auch um den Soundtrack nochmal zu hören. Das Ganze ist natürlich hier nochmal neu aufgenommen worden und gerade in den ersten paar Minuten, wenn dann das übliche Thema auf der Leinwand zu sehen ist, das Ganze gekoppelt mit einer Musik, schlägt das Herz schon ein klein wenig höher. Man freut sich auf jeden Fall, einen neuen James Bond auf der Leinwand sehen zu können. Das war ich, James. Der Urheber all deiner Schmerzen. Und alles im Allem muss man auf jeden Fall sagen, dass der Film ein überdurchschnittlich guter Actionfilm geworden ist, mit den üblichen James-Bond-Klischees und Stereotypen, die das Ganze erst zu einem James-Bond-Film machen. Und trotzdem muss man sagen, dass im Vergleich zu anderen James-Bond-Filmen einfach einige Punkte fehlen, die Emotionalität, die Bedrohung der Bösewichte. Trotzdem ist der Film wahnsinnig gut geworden und kriegt somit von mir auch verdiente 7 von 10 möglichen Punkten. Und es sei auch nochmal ganz klar dazu gesagt, es lohnt sich hier auf jeden Fall ins Kino zu gehen. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Aber seid eben jetzt nicht so groß oder so vorfreudig auf den Film wie damals auf Skyfall, denn Skyfall ist auf jeden Fall nochmal eine ganze Schippe besser als Spectre, meiner Meinung nach zumindest. Und es kann ja sein, dass ihr komplett anderer Meinung seid, deshalb geht auf jeden Fall ins Kino und schreibt mir dann eure Meinung unten in die Kommentare, dann können wir da gerne nochmal ein klein wenig drüber diskutieren. Ansonsten sind wir auch schon wieder durch mit meiner Filmkritik und ich danke euch fürs Zuschauen, denn jetzt sehen wir uns hier auf der Endcard wieder, denn hier könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr mich unterstützen wollt. Außerdem gibt es hier auch eine Reihe an Social Media Links, gerne mal vorbeischauen. Ansonsten habe ich da noch eine alte Kritik zu Alles steht Kopf und dort unten gibt es den neuen Star Wars Trailer, auch da unbedingt mal vorbeischauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis demnächst.